Kapitel 3, hängt sie höher, würde ich sagen, Attacke. Mal den Spielstand laden, den richtigen. Nicht den Ersatzspielstand, wo, wenn Mixer mal die Aufzeichnung es nicht schafft, aufzuzeichnen. Warum auch immer. Okay, auf zur Seilbahn! Hoffentlich ist sie noch ganz. So, okay. Retro-Lens am Start, normalen Lens am Start. Und ja, jetzt auf zur Seilbahn. Und mal schauen, ob ich noch den Treibstoff mitbergen kann. So, Munition nehme ich gerne mit. Nehme ich nicht mit. Ich habe meine guten Fragmentgranaten. Also, übrigens, Delta Trupp hat jetzt ist nämlich in den oberen Etagen von der Raffinerie angekommen. Jetzt heißt es natürlich, weil die den Treibstoff aufsammelt und mit der Seilbahn zurückfahren. Momentan ist keine Gefahr. Die Ladung ist intakt. Wenigstens etwas. Na los, werfen wir sie an! So, die Ladung ist intakt, okay. Anzieher ziehen. Okay. Ah, ich denke mal, hier geht's weiter. Dann werde ich meinen Anzieher mal einmal ziehen. Sie ist mit einem Sicherheitsseil am Gebäude festgemacht. Dann rein da. Schneiden wir das Ding los. Okay. Hey, da ist das Kabel. Da muss ich jetzt da unten. Okay. Dann würde ich sagen, ab da durch. Wir gehen rein. Ah, der Chase macht das schon. Schön. Ich kann nämlich
13. Das hat er geklappt. Bereit. Na los, schieß mir raus hier. Bevor die Dinger uns einholen. Marcus, bitte komm, hier ist Dizzy. Was zum... Ist der entkommen? Dizzy, wir hören. Wir sind mit dem Treibstoff auf dem Rückweg. Wartet lieber. Königin Myra ist gerade mit ihrem Kriegskäfer aufgetaucht. Wir werden angegriffen. Oh, Scheiße. Wir sehen sie, Dizzy. Behalt einfach den Kopf unten und geh aufs Dach. Die Schlampe verfolgt uns tatsächlich. Hey, die Königin haut ab. Dann gehen wir hin und retten Dizzy. Rein. Hoffen wir mal, dass Griffin sein Wort hält. Oh, das sollte er lieber. Hoffen wir, dass Dizzy die Wachen der Königin aufhalten kann, bis wir dort sind. Er hat schon Schlimmeres überlebt. Wie Scorch. Ja. Aber wenn ihm was passiert, wird es Griffin an den Kragen gehen. Hey, Mark, es ist ganz schön weit bis nach unten. Wird dieses Stück Schrott halten? Ohne die Kähne haben wir es leichter. Vorsicht! Okay, das Kind ist auch noch da. Myra war angekommen, hier im großen Hummelkäfer. Kant, rechte Seite! Ha, linke Seite! Scheiße, wir sind umzingelt! Haltet sie auf, bis wir Griffin's Turm erreichen können! Wir dich. Anscheinend hat Myra ihre Waffen zurückgelassen. Okay, da einer Waffe sieht dieses Waffen. Ich fass. Sie sind für mich. Thank you.
Scheiße, Griffin und ich! Wir sind jetzt allein! Wir machen es nicht mehr lange! Wir kommen nicht holen, Dizzy! Halt durch! So, schnell nach oben. Dizzy und Griffin brauchen Hilfe. Gerade ah, ja. Du wirst es packen, Marcus. Okay, Griffin, wir haben deinen verdammten Treibstoff. Wir sind fertig. Fertig? Scheiße, sie sind tot. Meine Leute sind alle tot. Wir haben Hammerschläge überlebt, die Maden, den ganzen verdammten Krieg. Dann taucht ihr auf und ich verliere alle. Ihr scheiß K.O.R.-Bastarde. Wo ihr auch hingeht, was ihr auch anfasst, ihr hinterlasst Tod, Schmerz und Elend. Ihr verdammten, elenden Scheißkerle. Ich hab grad meinen Bruder verloren. Ja? Kapierst du das? Meinen Bruder! Du und dein Turm und diese Scheiß-Emulsion! Fahrt zur Hölle! Wir klären das ein anderes Mal, Phoenix. Verlass dich drauf, Arschloch!
los, bringen wir diesen Treibstoff zum Truck. Wir müssen nach dem U-Boot suchen. Marcus Phoenix ist genauso starrköpfig wie sein Vater und genauso vorhersehbar. Wenn er überlebt, wird unsere gesamte Klasse sterben. Sorgt dafür, dass seine rührende kleine Mission hier endet. Lopez! Bitte auf die See! Dann würde ich sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.